Du, Gronkh? Ja? Ich gehe gerade mal in den Schiffscomputer und hole unsere Rohstoffe, okay? Oh, das ist gut. Bring mir was mit. Können wir vielleicht die Durasteel-Rüstung machen oder so? Warte. Ja, Durasteel. Endlich Durasteel. Wir haben in den Kommentaren gelesen, wir brauchen dringend Durasteel und, ja. Oh, warte mal. Da ist ja gar kein Bordcomputer mehr. Was machen wir denn jetzt? Oh, das ist ja doof. Ist der ganze Schiffsvorrat weg, genauso wie diese ganzen Kisten mit den wichtigen Items und nur noch die Schrott-Items sind übrig? Kann das sein? Ich glaube fast, du hast recht. Das ist aber sehr ungünstig jetzt. Ich rege mich auf. Ich prangere das an. Nein, oh weh, oh weh. Oh, du hast gerade deine Lunge ausgekotzt. Ins Klo rein. Ja, schnell wieder rausfischen. Ja, es gab offenbar noch ein Patch, wie es aussieht. Auch das stand in den Kommentaren. Abgesehen von den Durasteel-Rüstungen, über die wir bitte nie wieder reden wollen. Okay, gut. Gut, danke, haben wir das vergessen. Und es gab wohl noch ein Patch und dadurch sind teilweise auch bei anderen Spielern die Bordvorräte nicht mehr vorhanden und teilweise die Kisten einfach weg. Und wir haben jetzt gar keine Rohstoffe mehr und nix. Das ist toll, einfach toll. Das ist echt super, vor allen Dingen, weil hier die wichtigen Sachen drin waren in dem Ding. Und hier oben, da hat man ja auch noch Rainbow Wood und sowas aus dem seltenen Regenbogenbiom, Rainbow Biom. Alles einfach weg. Wir haben hier noch ein bisschen Schrotti-Schrotti. Na gut, die Seeds haben wir noch, das ist natürlich ganz toll. Einfach wunderbar. Aber weißt du, was wir noch haben? Na? Wir haben noch unsere Instrumente. Instro was? Instrumente. Unsere Musik. Die wir machen können. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wer will denn jetzt noch Instrumente spielen? Keine Ahnung. Baby. Frustrierend. Baby. So, ja, das ist echt blöd. Der Kühlschrank ist auch weg übrigens. Da war nämlich Nahrung drin, die braucht man ja zum Glück nicht, um zu überleben. Nee. Es ist doch gut, echt dass auch nur heulen. Die wichtigen Sachen weg sind, das ist echt gut. Ja, das ist toll. Das ist echt toll. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist echt der dämlichste Patch, den ich je gesehen habe. Und ich frage mich, ob die nochmal zurückkommen, die Sachen, und ob die jetzt echt langfristig verschollen sind. Wir brauchen doch diesen scheiß Bordvorrat hier. Ja, eben. Darum geht's ja eigentlich. Der ganze Spielstand ist doch sonst im Arsch, wenn man dieses Ding hier nicht hat. Das ist doch dämlich. Liebe Leute bei Chucklefish. Ich trauere jetzt eine Runde. Warte, ich auch. Warte, kann ich die Gitarre noch weiter hängen lassen? So. Er brach am Spielautomaten zusammen. Mir reicht's. Weißt du, was ich jetzt mache? Hm, was denn? Ich schnüffel an der Herdplatte. Warte, ich mach sie an. Ah. Warte. Oh, riecht nach Zwiebeln. So. Soll ich hier noch ein bisschen Klebstoff drauflegen? Das wäre so lieb. Wir können auch unsere Drills gar nicht. Du hast ja schon so einen super Drill, aber Drill? Ja, so ein Platinium-Ding, ja. Ja, ich habe leider noch keinen und kann mir jetzt meinen auch nicht updaten ohne Rohstoffe. Das heißt, wir müssen Rohstoffe sammeln. Genau. Die Frage ist, machen wir das hier jetzt in diesem Quadranten oder machen wir das woanders? Weiß gar nicht, wo wir sind, aber am besten wäre vielleicht echt ein Sandplanet oder sowas, weil das ja immer recht fix dann geht. Also wir sind jetzt im Delta-Sektor. Ich flieg mal zurück in den Gamma-Sektor dann, ja? Ja. Mal gucken, ich suche mal ein großes Sonnensystem. Boah, wenigstens hatten wir unseren Fuel noch aufgefüllt gehabt. Ja, zum Glück. Die Kohle habe ich auch noch im Inventar, die haben wir nie weggelegt, zum Glück. Ah, stimmt. Ich hätte auch noch 8 Gold, wenn du willst. Wow, damit macht man eine Sause. So, Snowbiom, das können wir knicken. Ich suche hier mal ein ansprechendes, ne? Ja, ich versuche mal mein Inventar derzeit ein bisschen leer zu machen. Könnte auch einfach alles gleich die Mülltonne schmeißen, weil... Ja, warum nicht? Vielleicht hält die Mülltonne ja länger. So, Arid, Jungle, aber wir nehmen natürlich einen Sandplaneten. Einen Sandplaneten, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Hier ist ein ganz kleiner Savannenplanet. Lass mal, da düsen wir mal hin einfach, oder? Ja, das ist gut. Der ist ganz klein, das heißt, der ist mit ein bisschen Glück komprimiert. Ich geh mal duschen. Aber nimm nicht zu viel Wasser. Nee, ganz wenig nur. Manchmal sitze ich einfach in der Dusche und denke nach. Mach ich übrigens tatsächlich wirklich. Ach so. Wohin führt mein Leben? Ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen, dass die Sachen alle weg sind. Ja, ist auch ärgerlich. Die Rohstoffe ist halt echt mega scheiße, weil wir hatten so gut wieder uns rangekämpft. Mhm. Das heißt, die nächsten Folgen, es tut mir sehr leid, lieber Herr Zuschauer oder Dame oder wer auch immer da gerade am Genießen dieser intellektuell hochwertigen Folge ist, wir müssen leider wieder Rohstoffe farmen. Es hilft ja nichts, denn wir haben nichts.
Wir haben nichts. Ich würde ja gerne auch eine weitere Kisten aufstellen, aber wir haben ja keine Kisten mehr. Die sind ja alle hier im Bordcomputer, in diesem unsichtbaren. Was? Ja, den ganzen Schrott, den ich jetzt hier im Inventar habe, den behalte ich jetzt auch erstmal im Inventar. Wir sammeln jetzt erstmal nur Rohstoffe, ne? Ja, ich mache nur ein bisschen Platz gerade, das war... Die Kisten sind ja eh voll und wir haben keine neuen Kisten. Das heißt ärgerliche daran. Die sind ja auch weg. Ah, geil. Ja, geil. Ja, ja. Wir können keine neuen auf... Oh. Das ist geil. Oh. Hey, lass die Kiste. Eine Energy Stavelin, oh wow. Hey. Nimm mal die Kisten mal mit, ne? Die kleinen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Sorry, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Alter, die schlagen ja wieder zu hier. Okay, Savanne ist nicht gleich Wüstenplanet hier. Oh. Aber die Kohle hier nehme ich mal mit. Zum Glück geht das ja relativ gut. Sind die blöd. Oh, boah, bin ich blöd. Hilfe. Was machst du denn da schon wieder? Ich wollte die Kohle sammeln und hab Besuch. Ist Tante Tilly wieder da? Ja, so sehen die auch aus, ja. Oh. Oh. Alter, die Schnauze hier müssen wieder. Oh. Oh. Also hier im Sektor geht's ja sogar wieder. Oh, Vorsicht, Alter. Vorsicht, 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 der Opa, der ist mies. Ach, das Sektor von Breaking Bad. Au. Boah. Warte, warte, geht noch nicht weiter. Ich muss nämlich dringend erstmal healen. Ja, ja, ich auch. Healing, nothing more than healing. Ach, da oben, guck mal, da oben. Deine Eltern. Geil, da freue ich mich. Endlich habe ich euch gefunden. Ich bin es, euer Sohn. Vielleicht moderieren die da oben gerade eine Show. Koffer Hoffer. So, also Waffen lohnt sich ja eigentlich eh nicht. Wir brauchen uns gar nicht zu freuen, Tobi. Wir sind ja wieder ein Sektor zu früh. Ja, aber das ist ganz gut. Da kommen wir ganz gut durch, glaube ich. Was ist das denn da? Deine Mutter? Oh. Ich dachte, du hast deine Mutter getamed. Alter, 19 Frames? Was ist denn hier los? Ah ja, die haben das also gepatcht. Mm. Ist geil. Die kommen immer näher ran an Minecraft. Ja, ja, also. Warte, Vorsicht. Hä? Ich kann die Tür nicht öffnen. Hä? Ich drücke E, aber die Tür geht nicht auf. Nee, stimmt. Bei mir auch nicht. Alter, ist das ganze Spiel kaputt oder was? Mami, bist du's? Wow. Wie der sich gewehrt hat. Waren das nicht zwei? Ach, da drüben. Ja, da hinten kommen die. Hey! Ah, die geht wieder auf. Okay, Vorsicht, Vorsicht! Ist ja wie bei Promi Big Brother hier, Alter. So, ach, hier, komm, den Scheiß lass ich mal da drin. Was? Rotes Simpack, was? Geil! Oh. What? Boah, die haben so geile Brillen, Alter, ich bin einer von euch! Professor Dr. Affenarch. Ja. So, pass auf. Hey, ein Scientist Code. Hey. Oh, so schön, Pilzköpfe sind auch weg. Ja, stimmt, die Pilzköpfe sind auch weg. Das darf man nicht vergessen. Vor allem, die sind ja gar nicht mal so bekannt. Die sind ja relativ selten, diese Pilzköpfe. Ja. Hab ich mir sagen lassen. Toll. Einfach super. Hey, lauf mal nicht weg. Nö, ich hau hier oben gerade nur deine Kollegen platt. Warte doch auf mich. So. Ich lese hier gerade für die Wissenschaft. Ich verleibe mir wieder alle Bücher ein, das ist okay, ne? Ich bin ja ein wissenschaftlicher Affe. Ja, ja, ich hab hier auch noch zwei. Ah. Warte mal, da und da. Danke. Das ist ja zweimal das gleiche. Assistance Block, oder? Weiß es nicht. Wo ist denn hier Assistance Block? Achso, 7. Gelesen. Und 10. Gelesen. Huch. Ich weiß aber nicht. Weiß, ich lese all diese Bücher und weiß nicht mal, wenn man Treppen steigt. Oh. Ich muss mal ganz kurz.
Da, bleib doch stehen! Der Monkey. Monkey Spanker? Guten Tag! Versicherung! Hallo! So, was haben wir denn da? Ah, ein Pixel! Wow! Wahnsinn! Oh, ein rotes Stimpack, hey! Geil, Alter! Nimm mit! Ich freue mich sehr, dass wir hier sind, aber ganz ehrlich... Au! Ich will momentan nichts von dem ganzen Krempel hier mitnehmen, weil ich so ein bisschen frustriert bin über unsere Lage. Ja, bringt ja auch nichts, ne? Nur offenbar ja nicht. Ich bin jetzt so frustriert, dass ich sage Menno und Mimi und wir lohnt sich ja eh nicht, das alles mitzunehmen. Geile Maschine, nimm mit. Die nehme ich mal mit. So, hier sind noch zwei Bücher, die hau ich mir mal rein. Ach so, ist bereits known. Nehme ich trotzdem mal mit. Bücher nehme ich trotzdem mal mit, damit können wir später Regale füllen. Ich finde, Bücher haben immer so ein bisschen was... auch was Seltenes. Ja. Oh, warte. Was? Tschüss. Ah, da ist er ja. Wer denn? Ich habe doch so einen Automaten mitgenommen. Ach so. Bestimmt einen Spielautomaten. Ach so, deine Mutter ist ja gar nicht feindlich. Ach, oh. Deine Mutter ist voll lieb. Sorry, Mutti. All die Jahre. Ah, na, das sieht doch noch was aus hier. Na, dann wollen wir mal loslegen mit dem Sammeln eventuell. Andererseits, ich weiß noch nicht so recht, sollen wir uns nicht vielleicht doch lieber einen Wüstenplaneten suchen? Ja, zum Sammeln sind die auf jeden Fall besser, ne? Also einfacher, also komfortabler. Ja, ja, ich guck mal ganz kurz, wohin dieser Planet uns führt, in die Tiefe. Was denn? Au, au! Alter! Was denn? Ich, warte mal, ich komme. Deine Mutter wieder? Ich komm hier nicht rein, das gibt's doch nicht. Au! Ich bring Besuch mit. Ah, das ist schön. Scheiße. Boah. So. Die Wissenschaftler machen da mal kurz einen Prozess mit unseren Energiewaffen. Piu, 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 piu. Okay, hier kommt offenbar eine Dröselschicht. Oh, geil. Kopper. Hallo. Wir haben ja echt nichts mehr. Wir müssen ja auch Kopper sammeln und den ganzen Scheiß wieder. Ja, alles weg. Nichts haben wir mehr. Nichts. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Naja. Vor allem, es hieß ja, es gibt keinen Wipe mehr. Naja, ein Wipe ist es nicht. Die haben einfach nur ein paar Sachen rausgelöscht. Das ist ja dann kein Wipe, weißt du? Ach so, ah, okay. Ja, 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 ja. Wir dürfen uns da bestimmt auch nicht drüber beschweren. Hua, Alter! Alle Dude down? Jetzt ja. So. Hey, oh. Pixel. Hier sieht's ja dann doch vielleicht ein bisschen, ja doch, hier sieht's ja ein bisschen sandiger aus hier unten. Hey. Hey, hey, da, da, hey, Reiter, ho, Reiter, immer weiter. Weiß nicht, wie es weitergeht. Was ist das denn da? Ach, das ist ja cool. Ist das roter, rote Erde? Sandstone Block. Ja, das ist roter Sand. Ach, geil. Ich kenne nur roter Sand von Torchmann. Gott. Hm? Ach, geil. Knochen. Das können wir später auch unter das Fleischzimmer machen, aber die sind leider sehr schwer abzubauen. Hier, guck mal, dieser Knochen-Dingens. Das hört sich so eklig an, wenn man das abbaut. Nee, nee, das ist mein Nacken gerade vom Mikrofon. Ah, Alter. Ich strecke mich hier gerade nur ein bisschen. So. Oh, oh, oh. Boah, Alter. Boah, geil, Kopper, ich bin voll neidisch. Kopper? Kopper, ja. An der Copacabana. Nein, ich fange nicht wieder an. Habe ich schon mal gesungen, ne, in diesem LP? Ja, ich glaube schon. So, die Knochen nehme ich einfach mal mit, weil sie cool sind, ne? Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Damit können wir nämlich unter das Fleischzimmer vielleicht noch eine Opferhöhle bauen, wo die ganzen... Oh. Ne, weißt du schon, oder? Ja, ja, klingt super. Kann man ja einen Bordcomputer legen.
Ja, da ist es safe auf jeden Fall, denn der Bordcomputer ist nicht nur das größte Lager, sondern auch das sicherste auf jeden Fall. Ich hoffe nur, die bringen es wieder rein. Ich hoffe, die haben das nicht endgültig rausgelöscht. Also mein Bordcomputer ist halt noch da, das wundert mich. Ich glaube, das sind nur, es hat nur die Kisten getroffen, wo irgendwelche bestimmten Items drin waren. Ich weiß aber nicht, warum. Hm. Vielleicht hing es damit zusammen, dass bei gewissen Items der ja einfach abgeschmiert ist. Wenn man die reinpacken wollte oder wie auch immer. Und die Arschloch-Items. Ja, weiß ich auch nicht. Hui. Früher war das anders mit den Items, da waren die einfach netter. So, komme ich da? Kann ich da? Hey, Diamanten! Juhu! Hey, Kohle! Alles mitnehmen, da oben sind noch mehr Knochen. Was ist das denn hier? Fleischblock! Ach, hier, Fleischblöcke! Tobi! Fleischblöcke! Oh, ist das nicht schön? Ja, hm? Ich freue mich. Hm? Oder? Na, die baue ich aber im Quadrat ab. Sollst ja auch nicht liegen. Ob man die auf den Ofen legen kann? Ich weiß, wäre schön natürlich. Haben wir das schon mal probiert? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Wie ich uns kenne. Geil, vielleicht kann man da Burger draus kneten. Ja, ich glaube, das gerade den Dialog, gab es, glaube ich, sogar schon mal. Wir sind so berechenbar. Okay, warte, dann hüpfe ich erstmal darüber. Okay, fürs Fleischzimmer baue ich dann hier aber auch schon mal ab, ne? Mhm. Ach, das wird köstlich. Huch. Ich finde auch diesen roten Sand tatsächlich interessant. Der würde sich auch gut als Fleisch machen. Ist das überhaupt roter Sand? Interessant. Nee, ach, das hier sind die Fleischblöcke. Natürlich, ich habe mich schon gewundert. Wieso stand da Fleisch, wieso stand da Sand? Wir sind hier in einem Fleisch- und Knochenplaneten. Genau so stelle ich mir das bei uns unterm Häuschen vor, hinter der Kanalisation. In einem Geheimraum. Was denn? Was denn? Kanalisation und Fleischzimmer, diese zwei Worte, das... Nee. Das muss halt wohnlich werden und wir müssen ja auch unsere Fäkalien irgendwo abspülen. Und warum nicht unter der Kanalisation ein Fleischzimmer haben wie jeder normale Mensch? Apropos Fäkalien, wir haben schon lange keinen Scheißhaufen mehr gefunden, ne? Ja, da wurden Koordinaten eingereicht, aber die habe ich ja leider noch nicht in der Liste notiert. Ah, okay. Weil ich ja momentan ein bisschen out of order bin, eigentlich. Eigentlich nehme ich ja auch gerade nicht auf. So. Hast du da nur einen Soundfile eingespielt? Ja, ja, na klar. Ah. Ich habe ja auch gerade wieder so ein paar chinesische Kinder, die machen für mich das Gameplay. Ich mache ja nichts mehr selbst, weißt du? Und deswegen, ich quatsche dann höchstens mal nebenbei nochmal drüber oder so. Ja, wenn es besonders spannend ist oder so. Genau. So eine Gruppe von 20 anderen chinesischen Kindern arbeiten gerade am Stimmenmodulator, damit ich quasi auch nicht mehr selber reden muss. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist geil, ne? Ja, also... Klappt will ich auch mal haben. Klappt doch schon ganz gut. Pass auf, ihr sollt hier mal einschalten. Ja? Pass auf. Okay, Hong Kong, ein Jahr gut, atmen jetzt ein okay. Ja, kommt schon nah an dich ran auf jeden Fall. Okay, ja, ich war gerade nur erstaunt. Ich glaube, die machen das in Landessprache. Das ist ein bisschen doof für mich jetzt, aber gut. Ich glaube, das fällt eh nicht auf. Da hört eh keine Sau zu. Die haben ja eh nie Urlaub. Die brauchen eine Woche, dann können sie Deutsch. Ach, ja, eben. Die schicke ich einmal durch den Rosetta-Sprachkurs. Oh Gott. Der heißt so, da kann ich nichts für. Ich hätte ihn vielleicht anders genannt. Ja, ich auch. So, anale Sprachen. Also Sprachen aus den Annalen der Geschichte natürlich. Hm? Hua, Alter! Was bist du denn für ein Unhold? Boah, fuck, tot. Ich bin ja fast tot. Nein! Ne! Du bist tot? Jetzt schießen die Viecher auch noch auf mich. Alter, ich will dir nur in Ruhe den Fleischklops abbauen und dann, weißt du, dann sowas. Wie gemein. Das Fleisch nehme ich aber trotzdem schon mal mit, ne? Ja, nimm mit. Du bist ja an den Rohstoffen eh dran. Da muss ich, ja, da mache ich auch gleich weiter. Hm? Gut gesammelt. Ja, sehr gut. Ich nehme auf jeden Fall schon mal viel Fleisch mit, später fürs Zimmerchen natürlich. So, das wird quasi wie ein Kinderzimmer, nur aus Fleisch. Schön. Boah, stell dir mal vor, du bist 8 Jahre alt, ne? Mhm. Und wohnst in einem Zimmer aus Mett. Oh Gott.
Wäre das nicht schön? Das sind da, wären noch Kinderträume wahr. Aber so ein Mettzimmer wäre schon geil. Siehst du? Nebel noch dazu. Und ich mache jetzt nicht mal einen Matt Damon Witz. Einfach weil es sich nicht lohnt. Nee. So, hier, Hintergrund, baue ich auch noch Fleisch ab. Ich nehme richtig viel Fleisch mit. Feierabend, wie das duftet. Nein, ich denke jetzt nicht an Wallace Hose. Ihh. Da geht ja was, passiert das sonst häufig, ne? Immer. Ja, ja, habe ich mir fast gedacht. So, wenn man auf Facebook irgendwas postet, mein erster Gedanke geht an seine Hose. Ja, das dachte ich mir schon. Und was, was im Speziellen? Können wir da vielleicht Infos von dir erhalten? Wie sie in der Ecke rumsteht. Zum Ausdünsten. Ah, schön. Huch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Tiefe falle. Ich habe auf jeden Fall viel Fleisch. Wir werden nie wieder Hunger leiden müssen. Ich finde es schade, dass man das nicht essen kann. Aber andererseits vielleicht auch ganz gut so. Willst du Fleisch essen, was in irgendeiner Höhle rumhängt? Vor allem ein Planet, der aus Fleisch ist. Das ist nicht so geil, nee. Weiß ich nicht. Andererseits, was wäre denn? Stell mal vor, die Menschheit, ne? Die ist das ja jetzt gewohnt, wie es jetzt aussieht. Hier auf der Erde. Und es wäre ja so, wäre die Menschheit auf dem Mars gespawnt quasi, wäre es überhaupt möglich, nehmen wir einfach mal an, des lieben Friedenswillen, dann wäre es ja eigentlich normal, dass der Planet so rot ist und wir würden sagen, der komische blaue Planet da am Horizont, den können wir vielleicht kolonisieren irgendwann. Ne, so wäre das ja dann wahrscheinlich. Mhm. Dann wären wir jetzt alle Marsianer und hätten Angst vor den Erdlingen. Und die werden dann in Science-Fiction berichten, die Erdlinge, die Bösen, die grünen Erdlinge. So. Und was wäre denn aber, wenn wir jetzt zum Beispiel alle samt auf einem Planeten aus Fleisch geschlüpft wären, mehr oder weniger? Dann wäre das doch für uns ganz normal. Das stimmt natürlich, klar. Oh, ist das eine Fleischkiste? Eine Augenkiste mit einem Augenkisten-Blueprint, ah ja. Ich habe gerade eine Augenkiste mit einem Augenkisten-Blueprint gefunden, aber hey, immer eine Kiste. Juhu. So, weißt du, was aber ich überhaupt... Aber kein Pulsjump, ne? Nee, leider nicht. Weißt du, was ich überhaupt nicht vermisste? Hm? Eine Augenkiste. Gott. So. Was denn? Ja, geht man das? Muss es uns nachsehen, nach dem Schock gerade auf dem Schiff. Ah, ich bin so doof, jetzt lege ich die Waffe weg. Schnauzeviech. Ich bin froh, dass wir nicht im anderen Sektor sind. Hallo, Dobi. Bin leider noch nicht so weit gekommen. Da bist du ja. Da unten kommt eh nur Lava. Also weiter runter brauchst du gar nicht gehen. Hallo. Ach ja, ist ja nur ein kleiner Planet. Und da sehe ich schon das unstete Fackelleuchten. Hast du Spaß da hinten? Ja, ich guck dem in die Augen. Guck mal hier, die Schnuppis. Die sind voll liebevoll. Was die mit ihrem Rüssel wohl alles bitte machen können. Bitte was? Was? Bitte was? Tobi? Bitte was? Ja, die haben einen Rüssel. Was? Oder wie würdest du das bezeichnen? Ja, aber was sollen die denn damit deiner Meinung nach machen können? Atmen, trinken. Das sind diese außergewöhnlichen Dinge? Ja. So, ich dachte vielleicht, wolltest du dich setzen. Was? Ich frage mich gerade, Menschen sind ja im Allgemeinen sehr doof, ne? Das weiß man ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und da frage ich mich gerade, ob es wohl Menschen gibt. Es gibt ja immer wieder, Entschuldigung, das Let's Play ist natürlich total jugendfrei, aber das muss ich einfach gerade mal fragen. Es gibt ja auch immer wieder Menschen, die ins Krankenhaus kommen und sagen, ich bin ausgerutscht und da ist mir diese Colaflasche in den Hintern geflutscht. Ja. So, ne? Gibt's ja. Und da frage ich mich gerade, ob Leute tatsächlich auch Staubsaugerrohrenden. Ja, das habe ich schon gelesen. Und das dann anschalten. Das höhlt einen doch aus, oder? Das ist nicht. Nee. Also das ist, ich meine. Nachdenken. Darf man auch nicht. Nee. Aber was sollst du als Arzt denn bitte machen? Da kannst du doch nur lachen. Vor allen Dingen, ja, natürlich. Aber die Frage ist ja, wenn du sowas auch gemacht hast als Typ oder wahlweise auch als Frau, das ist ja egal, vielleicht als Frau auch nicht zwingend hingefallen hinten, sondern mal probiert. Weißt du schon? Ich meine, das
Der Staubsauger heißt ja so, weil er eine saugende Tätigkeit vollführt. Mit 5000 Watt. Das heißt, der stülpt sich doch einmal um, oder nicht? Ja, eigentlich. Ah, nicht. Nee. Das will ich, Alter, da will ich überhaupt nicht drüber nach. Das ist ekelhaft. Einfach nur. Oh Gott. Hey, schickes Springseil. Alter. Ja, Hosenträger sind ja wieder modern. Das ist ekelhaft. Hör auf, so eine Themen, so eine Thesen zu vollführen. Aber ernsthaft? Das Stimme ist, es gibt's ja wirklich. Das ist es ja. Es gibt echt Leute, die das machen. Es gibt alles, glaube ich. Alles, was man sich vorstellen kann, gibt es, außer wahrscheinlich Einhörner. Doch, Einhörner gibt's wahrscheinlich auch. Natürlich. Ich will's gar nicht wissen. So, wo bist du denn? Ich kämpfe gerade gegen ein Vieh und habe eine Kiste gefunden. Ah. Mit Platinum, hey. Oh, hey. Na, ist gut, wir brauchen noch Rohstoffe. Ah, waren aber nur 5. Oh, hey, oh, hey. Oh, das sieht gut aus. Es sieht nach Platinum aus. Titanium. Bisschen blöd sind die Viecher schon, ne? Geringfügig. Wieso? Was das war diesmal? Ja, der hüpft die ganze Zeit vor mir rum, während ich ihm in die Fresse hau die ganze Zeit und das stört ihn halt einfach nicht. Ach so, ja, wie damals auf dem Schulhof. Aber ja, da, genau. Da ist man nur selber halt immer rumgehüpft. So, ich arbeite mich ja gerade wieder durch eine Knochenschicht und habe Hunger, wie ich bemerke. Zum Glück ist unser Kühlschrank ja weg an Bord, der Enterprise. Aber ich habe aus dem Biom, aus dem Regenbogenbiom noch ganz viele Melonen dabei. Bei Captain Picard hätte es das nicht gegeben. Ne, ne, Alter, der hätte direkt, also ganz ehrlich, er hätte die oberste Direktive außer Kraft gesetzt und sofort angegriffen. So, das waren bestimmt diese Naniten. Huch, Hilfe! Wo bin ich? Oh. Manchmal wünscht man, man hätte die Fackel nicht angemacht. Okay. Oh, wie gerne dich jetzt ein Diamond würde, ey. Das kann, ja. So, Gott sei Dank ist da nichts anderes aggressiv geworden. Da unten in dieser lila Steinschicht, ne, Magma ist das, glaube ich, an die Obsidian. Da sind schon tolle Rohstoffe drin, aber es dauert 1000 Jahre, bis man dann durch ist. Ja, 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 da bin ich auch gerade. Boah, ja, und direkt an der Lava auch noch Hilfe. Ich habe ja ganz viele Diamanten. Boah, so viele Diamanten. Und außerdem bin ich gerade unter Wasser, da kommt bestimmt gleich wieder Weed, 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 Weed. Reed, weed, reed, weed, reed, weed. Kriegst du Besuch vom Franzosen? Weed, weed, weed. Da frage ich mich gerade, wenn wir schon mal bei diesem interessanten Thema mit den Staubsauger waren. Französische Pornos, ne? Mhm. Ich meine, da wird ja generell auch in Pornos, wird ja immer gesagt, ich mache das jetzt unter Rücksicht auf die jüngeren Zuschauer, da wird ja oft gesagt, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ne? So, also, das ist ja schon, da ist ja immer ein sehr positiver Ausdruck auch dabei. Und da wird ja auch immer sehr positiv sich gegenseitig bestätigt, dass das, was da gemacht wird, eventuell auch im Bereich des Guten liegen könnte. Nicht wahr? Sehr gut ausgedrückt, sehr gut ausgedrückt. Ne? Ja, ja, ja. So. Oh, da werde ich gleich angegriffen. Uah. Jetzt komme ich, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wie bin ich da reingekommen? So. Ja, das hört man auch öfter im französischen Porno. Ja, genau, genau. Aber ich frage mich gerade, dass ja, 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 im Französischen heißt es ja dann oui, 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 oui. Weißt du? Mhm. Das muss doch eher lustig sein. Ja, das stimmt, ja. Vor allem sind das große Nintendo-Fans scheinbar. Oui, 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 you. Oui, oui, you. Huch. Was denn? Ach, du bist das da hinten links. Cool. Ja, ja, ich sondere mich hier gerade so ein bisschen ab. Glaube ich noch ein böses Viech. Ja, ich gehe mal wieder nach oben und grab mal ein bisschen im Fleische. Ich gebe das mich, machst du gerne, ne? Ja, ich gebe mich da Fleischeslust hin. Na? Deine Mutter ist ein Planet bei Starbound. So. Ey, kann nicht sein, meine Mutter ist arbeitslos. So.
Deine Mutter hat das Intro von Starbound gesprochen. Das Intro von Starbound? Ach ja, Herr Chucklefish. Die Rolle ihres Lebens. Ja. 2 Jahre Schauspielschule und da ist der krönende Erfolg. So, komme ich da hin? Ja, Diamanten. Oh, na toll. Nur vorsichtshalber, damit ich die Diamanten auch kriege. Und hier baue ich natürlich auch noch ab. Hey, Pixel, Pixel, Pixel. Au. Oh. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. So. Ich habe Hunger. Oh nein. Mist. Hunger? Mhm. Wie kannst du nur? Aber wir müssen auch Fleisch wieder komplett neu sammeln, ne? Wir hatten nicht noch eine andere Kiste, wo noch Fleisch drin war. Nein, wir haben alles natürlich wohlweislich in den Kühlschrank gepackt, wo es ja auch hingehört. Weißt du. Also die Entwickler von Starbound, also Chucklefish, lassen uns absichtlich verhungern. Und nicht nur uns. Wenn wir jetzt in Amerika wären, könnten wir die verklagen. Vielleicht sollten wir umziehen, Tobi. Weil ganz ehrlich, das kann ich so nicht hinnehmen. Nee, also so nicht. Nee, das prangere ich an. Ich habe ja viel Toleranz, ne? Aber nee. Weiß ich nicht. Nicht dafür. Ob die Ranz so toll ist, weiß ich nicht. So. Wäre doch dieses pinkfarbene Zeug, ey. Das braucht so lange. Ja. Ich bin hier immer noch beim Fleisch ein bisschen. Aber wir sollten uns eigentlich wirklich einen Wüstenplanet holen. Da bin ich ganz stark dafür. Ja. Ich weiß nicht, wie lange geht die Folge denn hier gerade schon? Die geht schon 30 Minuten. Ja, dann kommen wir ja gleich mal vielleicht hoch auf den Planeten und dann gehen wir ins Schiff und gehen in der nächsten Folge auf so einen Sandplaneten. Genau. Und ich sehe schon kommen, dass wir die dann doch wieder ein bisschen länger machen, einfach nur, weil wir jetzt wieder Rohstoffe buddeln müssen die ganze Zeit. Aber wir können nichts dafür. So. Ich muss da nochmal drauf hinweisen. Weil man wir sind's nicht. Das nee. Aber als Let's Player trägt man immer die Generalschuld an allem. Auch das mit dem Zweiten Weltkrieg, tut mir leid, da wollte ich mich nochmal für entschuldigen. Das war aus Versehen. Ja, als Deutscher musst du dich da eh immer entschuldigen für. Ja, das sowieso. Es geht gar nicht mehr anders. Ich lebe auch einfach mit dieser Schuld. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als ich noch gar nicht gelebt habe und für all diese Taten verantwortlich war. Vor allem, du sollst dich ja dafür entschuldigen, aber du darfst es nicht aussprechen. Nee, das sowieso nicht. Du darfst nicht sagen, tut mir leid, dass Hitler die ganzen Juden vergast hat. Das darf man nicht sagen. Oh, du hast Hitler gesagt und Juden und vergasen. Ja, genau. Hast du was gegen Juden? Ja. Huch. Da ist mir gerade die Knarre losgegangen. So, aber warte mal. Aber ist das nicht, das finde ich immer interessant, bei den Amis zum Beispiel, ist es ja so, dass man sehr oft, oder nicht nur bei Amis, sondern auch bei Briten und Pipapo oder generell bei diesen Ausländern, weißt du, da wird man ja immer sehr schnell als Nazi bezeichnet, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland. Ne? Ja, das ist sehr schnell sogar. Ja, nicht bei viel, also nicht bei vielen, nicht bei allen, bei einigen, aber ist es so. Und lustigerweise, ironischerweise, ist das ja dann wieder Rassismus. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und das ist so, wie man, da ist auch wieder diese menschliche Dummheit, diese allgegenwärtige menschliche Dummheit, wo man sich einfach nur vor den Kopf schlagen möchte, aber das Problem ist, die Leute sehen es ja nicht mal ein. Die raffen das ja nicht mal. Nee. Und das Lustige ist ja, ich weiß ja nicht, aber man sagt ja immer Rassismus und farbige Menschen, sag ich mal jetzt so. Mhm. Aber wenn du als Weißer in einer Gruppe von Schwarzen, also von farbigen Menschen unterwegs bist... Man kann ruhig... Darf man überhaupt Schwarze sagen? Oder ja, ist das Wort wieder belegt, weil man sofort, wenn man irgendein Wort sagt, sofort rassistisch ist? Das ist nicht etwa der Gedanke dahinter? Ja. Das ist so lächerlich einfach. Ja, ich weiß nie, wie sie es sagen soll. Ja, das ist lächerlich einfach. Oder überhaupt diese Political Correctness oder bla. Ja, auf jeden Fall bist du da halt auch immer der ausgegrenzte Weiße, sag ich mal so. Ja, natürlich. Ja, auch Rassismus. Ja, Eminem zum Beispiel, wow. Lebt inmitten von Rassisten. Nee, aber ist ja wirklich so. Aber Rassismus ist ja nur, wenn man weiß ist. Und generell, ganz ehrlich, das Schlimmste daran finde ich überhaupt, dass man überhaupt die Hautfarbe noch erwähnen muss. Und das finde ich auch genauso mit diesem, wenn sich jemand outet als lesbisch, ne? Ellen Page hat sich ja gerade geoutet als lesbisch, ne? Ja. Ach so, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich gar keine Meinung zu. Aber, ich finde es am schlimmsten, dass das überhaupt eine Meldung wert ist, weißt du? Ja. Und das stimmt. Und was ich dann auch nicht verstehe, ist, natürlich ist schwul sein oder lesbisch sein immer noch nicht gesellschaftlich überall, toleriert will man ja gar nicht sein.
Tolerieren heißt ja, ach, na gut, es ist da, aber ich toleriere es mal. Es muss ja akzeptiert sein. Es muss ja einfach so sein, dass es einfach völlig selbstverständlich ist. Und ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass man immer wieder so ein bisschen so eine Sonderstellung haben oder einen fährt oder sonst irgendwas, wenn dann immer darauf hingewiesen wird, lesbisch, schwul, weil es ist doch scheißegal. Wenn man hetero ist, macht auch keiner einen Aufriss drum und nur so kann man gleichgestellt sein. Ja, ja. So, das wollte ich schon immer mal loswerden, dass mich das dann doch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Aber wahrscheinlich wird jetzt dann wieder gesagt, wir hätten was gegen Schwule. Ja, aber ganz ehrlich, es ist doch keine besondere Leistung, schwul oder lesbisch zu sein. Das ist jetzt keine Leistung. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, sondern das ist einfach, wo man sagt, aha. Oder wo man sagen sollte, aha. Das ist doch eigentlich das Richtige. Dass man sagen sollte, okay, aha. Und jetzt? Ja, das ist leider immer wieder ein Thema, auch beim Hitzelsberger, bei dem Fußballer war das ja auch so. Ja, gerade beim Fußball ist es ja ein sehr männlich dominierter Sport. Ich glaube, da haben Männer haben ja vor allen Dingen immer vor Schwulsein oder vor Schwulen Angst oder dieses verkappte, weiß ich nicht was. Wieso? Warum? Da tut doch keiner was. Ich verstehe das auch nicht. Ich sag mir halt, solange ich damit nichts zu tun haben muss, also mit diesem Schwulsein, weil ich halt nicht bin. Du meinst, solange der jetzt nicht dir übers Gesicht leckt? Genau, ja, so in die Richtung. Aber ich muss sagen, das ist ja jetzt... Ändert den Menschen ja nicht. Ja eben, und das ist auch geschlechtlich unabhängig. Ich fände es natürlich auch befremdlich, wenn mir irgendeine Frau übers Gesicht lecken würde. Irgendeine Fremde schon, ja. Ja, meine ich ja. Das stimmt. So. Also bei der eigenen Mutter ist es ja normal, wenn man sich schmutzig gemacht hat, weißt du? Du hast da was. Nee, aber das finde ich, weiß ich nicht. Das ist so ganz... Ach ja, da wird sich viel zu sehr angestellt teilweise auch. Aber manchmal auch auf beiden Seiten. Ja, das stimmt. Ja. Ich als Hetero möchte auch gerne einen Christopher Street Day für mich haben, also ein Äquivalent dazu. Möchte ich gerne. Einfach ohne besonderen Grund. Weil ich auch da bin. Gibt's doch die Venus. Ja, gut, diese Pornomessen. Aber da gibt's ja auch, da sind ja zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, sind da Schwule vertreten? Das sind eher so diese Pornolesben, ne? Ja, ich glaube eher, das sind diese, ja, genau, genau. Diese aufgeblusterten, ja, die genau, Klamotten genau. haben, diese genau, tragischen genau. Persönlichkeiten. Wo man Angst haben muss, wenn sich zu viel Silikon aneinander reibt, dass gleich ein Feuer entsteht. Was einem in dem Moment aber wahrscheinlich egal ist. So. Warst du schon mal auf einer Pornomesse, Tobi? Nee? Brauche ich auch nicht. Wie, brauchst du nicht? Also ich muss ehrlich sagen, ich fände das bestimmt mal interessant, aber ich glaube, ich würde mich schon schämen, wenn ich da bin. Könnt ihr ja mal mit den Superhomies hingehen. Superhomies auf der Venus. Ich glaube, da kriege ich den Walle nie wieder runter. Der Walle macht dann Singleplayer, Let's Play. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind die... Walle? Oh Gott. Ach ja. Nee, weiß ich nicht. Ich war noch nie auf einer, muss ich ja auch zugeben. Aber ich frage mich... Ich war noch nie auf einer. Ich bin eine Jungfrau. Nee. Ich bin auch Gamer. Was erwartest du denn? Nee, aber ganz. Oh, ja. Aber ganz ehrlich, ich frage mich, was es da so alles wohl gibt. Jetzt abgesehen von irgendwelchen Darstellern und Filmen. Wahrscheinlich die neuesten Porno-Verfilmungen. Ja, natürlich, aber nicht nur. Das ist ja auch, da ist ja auch viel Spielzeug und so, also Playmobil und so. Playmobil, sozusagen. Gamemobil. Ja, was? Wahrscheinlich auch. Aber ehrlich gesagt, auch da kann man ja ruhig aufgeschlossen sein. Da muss man nicht sofort sagen, was? Widerlich. Dildo. Finde ich immer ganz merkwürdig, dass Leute da so, weißt du, das gehört ja zum Leben dazu. Da muss man jetzt nicht unbedingt sagen, was mache ich nicht? Das ist halt auch ein bisschen dieses deutsche Temperament, ne? Dieses typisch deutsche, dieses verklemmte teilweise auch immer. Ja, genau. Und dann aber hinter der Schlafzimmertür erstmal den fetten Gagball rausholen. Ja. Kennst du Family Guy? Ja, klar, ne? Ja, klar. Da gab's doch die eine Szene, wo sie so unterhalten und nach dann quasi ihr SM-Kostüm da auspacken und sowas. Ja. Das war, ich hab so gefeiert einfach nur. Ja, mache ich auch immer abends. Du schläfst da aber nur drinnen, ne? Ja, ich zieh das zum Schlafen an, bevor ich mich in die Kiste lege. Ach ja. Andere ziehen eine Nachtmaske auf, du ziehst den Gagball an. Nee, die Maske ist ja auch dabei. Das ist eine Full-Head-Maske. Ach so.
Da gibt es bestimmt einen Profi-Ausdruck für, den ich kenne. So. Keine Ahnung. Gott. Pulp Fiction war das, glaube ich, ne? Da hatten sie doch so eine. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich stell mir gerade vor, wie du so eine Maske auf hast und dein Bart überall an den Seiten rausquillt. Mein Bart also? Der im Gesicht. Der momentan nicht vorhandene. Ach, du hast dich ja rasiert. Und zwar nicht. Stimmt, hatte ich letztens bei dem Livestream gesehen gehabt. Ich war schockiert. Und am selben Abend ist er gänzlich gewichen. Oh. Ja. Hast du Fieber? Nein, ja, nein, das nicht. Aus Gründen wich er gänzlich. Aus hygienischen. Nee, aber der wächst ja eh wieder nach. Das ist ja. Momentan geht's wieder. Sieht momentan aus wie ein 3-Tage-Bart oder 7-Tage-Bart. Ich weiß es gar nicht. So, ich bin wieder zurück auf dem Schiff jetzt, ne? Echt? Ja. Boah, das ging ja flott. Ich bin hier immer noch. Jetzt sind wir schon mal 40 Minuten. So viel zu einer 30-Minuten-Aufnahme. Ich baue hier gerade noch eine Menge Titanium ab. Ja, ich überlege gerade, wo ich die Rohstoffe jetzt hin tue, weil. Ja. Wir haben noch neue Kisten. Warte. Ich hab besondere Kisten. Ah, okay, gut. Die können wir dafür nutzen. Vielleicht entweder eine Augenkiste oder wahrscheinlich aus dem Labor habe ich die Schränke mitgenommen. Die nehmen genauso viel Platz weg wie eine Kiste. Und vielleicht was cooler aus. Hier sind noch Diamanten, die hole ich nochmal ganz kurz. Und da vorne ist noch Gold, das hole ich nochmal ganz kurz. Da jetzt. Rice Sand. Barbara? Endstone. Oh Gott. Was denn? Nee. Wie ist das Lied nochmal, was die dann alle gesungen haben? Von Barbara Streisand? Oder featuring Barbara Streisand? Ah, ich weiß, was du meinst. Da gab es doch so eine Flash-Animation, ne? Ja, genau. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Barbara. Krass, wie schnell. Wie schnelllebig das Internet ist, ne? Ja, das stimmt. Das geht rucki-zucki. Dass man das jetzt schon wieder vergessen hat? Boah. Kannst du Gangnam-Stil noch mitsingen? Nö. Hopp, ja. Gangnam-Style. Ja. Aber das sind so Trendwellen auf Dachshaws. Ach ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie das ging. Aber das sind auch diese Trendwellen, auf die ich hier. Da bin ich immer viel zu spät dabei irgendwie. Weil ich das ja, auch. Das stimmt. Ich fand Gangnam Style auch erst gut, als der schon irgendwie out war wieder. Ja, genau. Ich konnte vorher einfach nichts damit anfangen. Und wenn man das oft genug gehört hat, ja, dann hat man irgendwann gesagt: Na gut. Man muss ja mitmachen. Man muss ja mit der Zeit gehen immer. Ist ja voll der Outsider. Weiß ich nicht, da bin ich aber auch gerne mal der Outsider. Ich muss nicht jeden Trend mitmachen. Ja, ach ja, das ist so. Wurdest du denn schon nominiert? Ja, wurde ich. Echt? Aber sorry, ey, ganz ehrlich, das ist mir zu dumm. Also nicht, nee, ist nicht ist böse, dumm. Ist nicht böse gemeint, aber nee, ganz ehrlich, wenn ich ein Bier trinke, dann mache ich das gerne mit Freunden. Oder was anderes halt, aber das muss ich. Nee, das sollte schon böse gemeint werden. Das sollte schon böse gemeint sein, weil das ist einfach dumm. Ja. Dumm. Ich muss das jetzt nicht im Internet propagieren und nicht auf meinem Kanal, wo auch viele junge Menschen gucken, weißt du, dass das irgendwie cool ist oder sonst irgendwas. Nee, sorry. Vor allem, wenn das so ein Opa macht, der immer in eine Kneipe oder sowas geht, ist das ja easy. Aber wenn das wirklich junge Menschen machen, die denken gar nicht so weit, dass die Chefs auch auf Facebook immer gucken, die zukünftigen. Das stimmt allerdings. Ich meine, selbst die Chefs werden wahrscheinlich sagen, ja gut. Oder, naja gut, die sagen das wahrscheinlich nicht, sondern die kriegen den Trend ja gar nicht mit. So Chefs, die haben gar nicht die Zeit dazu, sowas irgendwie sich reinzuziehen. Deswegen reagieren die da vielleicht doch weniger verständnisvoll, als ich gerade sagen wollte. Sind die böse? Hallo? Seid ihr böse? Böse? Nee, gut. Oh, da oben ist noch eine Rohstoffader. Es tut mir leid, Tobi, ich komme hier echt nur schwer raus. Ich finde ja immer Rohstoffe. Ja, ich sortiere gerade mein Inventar aus. Ich habe hier nochmal zwei normale Kisten hingestellt. Okay. Normale Kisten, was ist das? Ja. Wie prätentiös. Ich guck zu viel Family Guy. Nicht Family Guy. How Met Your Mother. Erstmal googeln nebenbei, was das heißt. Wie bourgeois. Gott. So, lala. Barbwire. Was denn? Nee, ich hab nur Barbwire dabei. Ach so. Hast du die draufgesetzt oder? Nee. Oder kommst du wieder auf krumme Ideen? Jetzt wurde. Ich? Nein. Hast du den Ventilator nicht mehr? Den habe ich auch noch, doch. Ach, Mann. Ich habe so eine Reihe hier in meinem Inventar, wo ich die ganzen Dinger drin habe. Boah, ich habe das doch, alles weggelegt, weil ich dachte, nee, tust dem Tobi nicht mehr an. Ja, du hast mich ja schon einmal weggehauen.
Ja, das siehst du, und das hat mir so leid getan, dass ich dachte, nee, jetzt fürs Team machen wir das nicht mehr. Habe ich mir so gedacht. Natürlich. Siehst du? Tobi, hm? Wir sind aber, wir wollen doch kollegial spielen. Warum immer dieser Krieg, hm, Tobi? Hat da jemand Muffensausen? Was? Nein, es ist... Ist ja auch irgendwann nicht mehr witzig, wenn man das zu oft macht. Ja. Ach ja, Alter, so viele Rohstoffe hier. Ich kann nicht aufhören und wir sind schon mal 45 Minuten. Boah, ich bin echt eine Rohstoffhure. Das fällt dir jetzt erst auf? Nein, nein, aber ich kriege es immer wieder von mir selbst bestätigt. Schrecklich. Energy Javelin braucht man ja nicht unbedingt, ne? Die kann man ja ruhig weghauen. Ja, ja, haben wir nie benutzt, genau. Und die sind auch irgendwie, weiß nicht, wozu braucht man die überhaupt? Zum Werfen oder was? Ja, ich irgendwie sowas. Ach, werfen. Wenn ich was werfen will, dann hole ich meine Oma aus dem Heim. Oder eine Katze. Ja, ja, eben. Katzen werfen ist auch ein schönes Hobby. Ja, ja. Was ist dein Rekord, dein persönlicher? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube 350 Meter mit dreifachem Swing Speed. Ach, das ist ja geil. Also für die Leute, die es nicht kennen, das Katzenwerfen, das ist ja ähnlich wie das Hammerwerfen. Das wurde in Russland erfunden, weil man sich die Hammer nicht mehr leisten konnte. Und da hat man dann einfach Katzen genommen, weil es eine Überbevölkerung gab, quasi eine Überpopulation. Und die muss man ja auch ein bisschen eindämmen, sonst vermehren die sich immer mehr und dann verhungern die überall, die kleinen niedlichen Kätzchen. Deswegen wurde das Katzenwerfen erfunden halt. Auch als olympische Disziplin in Russland zugelassen. Wie man ja weiß, gerade bei den Olympischen Spielen. Ja, finde ich gut, da kann man das verbinden dann quasi. Straßen säubern und dann auch noch Olympische Spiele, das war super. Ja, und die Katzen haben ja auch Spaß. Ich meine, ne? Katzen können ja von Natur aus nicht fliegen, das ist wie beim Menschen. Nur, dass Katzen keine teuren Lufthansa-Tickets buchen müssen, sondern die haben einfach Freiflug. Wo man als Mensch natürlich neidisch ist ein bisschen. Klar. Oh ja, und die haben 7 Versuche, ne? Also, kannst du immer 7 Mal, dann... Boah, ja. Ist ein Traum. 7 Versuche. Leben einfach. Ja, so viele Versuche haben wir nicht im Leben, Tobi. Nee. Wenn es bei uns einmal schief geht, dann geht's schief. Guck mal, ganz so viele Bones habe ich denn. Ich hoffe, das glaubt uns niemand, was wir hier erzählen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Habt ihr was gegen Katzen? Habt ihr was gegen Russen? Habt ihr was gegen Hammer? Habt ihr was gegen Weitwurf? Ja, ein Baseballschläger, eine Shotgun. Boah. Was? Boah. Mir glaubt niemand, dass ich Halbrusse bin. Nicht? Nö. Ich glaub's dir. Das hier ist ja auch ein Fakt. Die Wahrheit wahrscheinlich. Tatsächlich ausnahmsweise mal ja. Ja, und ich bin Halb-Ami, siehst du? Bist du wirklich? Ja. Boah, Alter, lass mal einen kalten Krieg machen. Aber nur einen halben kalten Krieg. Also mittelwarm. Ne, das hört sich falsch an. Bist du Kapitalist, ein Schwein? Nee, ich habe da ja gar nichts mit zu tun im Grunde genommen. Wieso bist du denn Halb-Ami? Von der Mutterseite her, die ist in Amerika geboren. Ach was, warum ist er nach Deutschland gekommen? Wegen deinem Vater? Die Oma ist dann, also ihre Mutter quasi, hierher nach Deutschland rüber. Ah, okay, und sie ist dann als Mädchen mitgekommen? Ja, genau. Wahrscheinlich nach dem Krieg oder so, wa? Ja, genau. Ist aber schade, ich wäre gerne in Amerika aufgewachsen, glaube ich. Ist aber, ach so, aber nach dem Krieg wahrscheinlich dann, dein Opa war wahrscheinlich Soldat dann wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Ah, okay. Der wurde dann hier stationiert oder sowas und dann kam das wahrscheinlich so. Ah. Wollte schon sagen, das ist ja eher unüblich, dass man als Ami nach Deutschland kommt, das war ja damals eigentlich eher umgekehrt. Da sind ja die ganzen Deutschen abgewandert nach Amerika und haben dort unter anderem Hollywood groß gemacht. Tatsächlich war ja früher Deutschland die Film, also das Filmhauptland sozusagen. Ja, es wird ja auch heute immer mehr wieder in Deutschland gedreht. Ja gut, wobei, ja, hast du recht. Wobei das meiste, was in Deutschland produziert wird, ist nicht so meins. Nee, das stimmt, aber es gab jetzt einen neuen Film, der war echt gut gewesen auch. Ich weiß jetzt nur gar nicht mehr, um was es da ging und wie der genau heißt. Toto und Harry, the Movie. Nee, das war echt ein Hollywood-reifer Film fast schon. Ja? Ja, in so einer Wüstenregion war... Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Bin total nicht filmaffin. Ja, das macht ja nichts. Nee, aber Filmstudios Babelsberg war ja damals quasi das war ja das Mekka der Filmindustrie sozusagen. Und
größtenteils, wenn ich mich recht entsinne, ich will da nichts Falsches sagen, auch in jüdischer Hand. Und die Juden sind ja damals alle abgewandert aus Gründen, die wir vorhin schon benannt hatten. Viele sind dann quasi auch nach Hollywood. Und Hollywood ist auch heutzutage fast größtenteils in jüdischer Hand tatsächlich. Wenn man mal so guckt, Weinstein, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird und so weiter. Ja, das stimmt. Aber man darf das Wort nicht sagen. Hör auf damit. Juden? Klar. Das ist doch einfach eine Religion. Das ist doch eine Religion. Das finde ich das. Also das finde ich ja, das, also ganz ehrlich, wenn man Juden nicht mehr sagen darf, das wäre schlimm. Auch dass man Hitler nicht sagen darf, sorry, der gehört aber zur Geschichte dazu. Ja, und das Schlimmste daran ist ja, dass Hitler einer der bekanntesten der Geschichte ist. Der hat das Schlimmste getan überhaupt und ist einer der bekanntesten. Der ist lange nicht so bekannt wie, sage ich mal, ein Gandhi oder so, die ihr Leben wirklich für das Gute eingesetzt und aufgeopfert haben. Also wenn Hitler heute noch leben würde, der hätte auch viele YouTube-Abonnenten, glaube ich. Und der hätte auf jeden Fall natürlich auch viele Facebook-Fans. Kannst aber natürlich sicher sein. Und leider ist das jetzt zwar eher lustig, was wir hier sagen, aber die Realität ist dahinter leider eher gar nicht so lustig. Weil es eigentlich wahr ist. Ja, das stimmt. Oh, Facebook. Was? Amerikanischer Quatsch. Gründe was Eigenes. Lass uns umnennen. Genau. Führerbock. Führerbock. Oder antlitz.de. Antlitz? Antlitz-Lektüre? Nee. Obwohl, nee, ach, das war ja wegen Bücherverbrennung, geht das ja gar nicht. Bücherverbrennung ist auch, Alter, da weißt du aber schon, dass irgendwas schieflaufen muss. Wenn jemand Bücher verbrennen muss. Oh ja. So, ich sammle übrigens immer noch Knochen und Rohstoffe. Ja, ich bin mal auf dem Planeten jetzt in die Rechte, nach rechts gelaufen. Ja? Wir können auch einfach hier einen Break machen, kurz, wenn du willst. Hier? Ja. Kannst ja noch ein bisschen weiter sammeln. Ach so, das würde natürlich auch gehen und in der nächsten Folge... Oh, Alter, hier sind auch so viele Rohstoffe, aber andererseits wird es natürlich auf dem Wüstenplaneten schneller gehen. Ich komme jetzt mal nach oben. Na gut. Nachdem ich diese Rohstoffe hier mitgenommen habe. Sind nicht mehr viele. Aber so ein bisschen Gold und so, das muss ja schon mal sein. Alter, das werden immer mehr. Help, Guards, help! Hey, wen hast du denn da gefunden? Ach, eine alte Vogelolle. Ach, ja, geil. Die gerade in die Lava gesprungen. Nee, doch nicht. Ist sie heiß? Geht. Okay. Dacht ihr, Androiden seid nicht wählerisch? Ach so, ich sag einfach gar nichts. Hey, da ist ein Boss. Ich mach den platt. Schade, dass es sich hier im Sektor gar nicht lohnt mit den Bossen. Ist noch einer doch hinten im Sektor, oder? Ja, klar, aber das lohnt sich ja trotzdem nicht von den Waffen her und sowas. Und Schild, geil, hey. Hammer, heftig. Gerade Schilde sind bei uns ja immer sehr gern gesehen. Oh, was ist das denn alles? Ich glaube, ich muss echt mal in Therapie. Ich kann einfach nicht an Rohstoffen vorbeilaufen. Es geht einfach nicht. Liegst du da auf der Couch? Ja, und ja, die Kohle und... Aber es war Platin und Gold. Ich hatte die Taschen voller Fleisch, aber dafür, ich musste es... So, warte, jetzt mache ich hier mal mit Erde zu. Und mache hier mal mit Erde zu. Und dann... Go! Oh, Hilfe! So, ich höre schon wieder Musik. Oh, bist du wieder im Intro? Oh, noch ein Häuschen. Hui. Ach, das ist ja malerisch. Also wenn du irgendwo zum Beispiel einen Double Jump siehst, ne? Ja, hier steht nirgendwo eine Kiste rum, gar nichts in diesen Scheißhäusern. Total frustrierend. Haben auch nichts einfach, die haben nichts. Bringst wieder die Einwohner um? Nee, ich hab die jetzt mal leben gelassen, ausnahmsweise. Ich finde es ja interessant, bei Altes Live, ne? Da wird uns ja oft gesagt, wir sollen mehr Rollenspiel, bla 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 und so, was ich natürlich auch sehr gut heiße und sehr verstehe und natürlich wurde dann erstmal reingeworfen und wusste nicht so recht, was da abgeht und braucht erstmal so ein bisschen Einfindungszeit, wie bei jedem Spiel. Das sehen die meisten nur, glaube ich, nicht und erwarten, dass man das sofort perfekt beherrscht. Jedenfalls, bei Starbound spielen wir ja unsere Rolle als Geißel der Galaxis
Und da wird dann oft gesagt, ja, nee, mach das nicht. Nach dem tausendsten Mal umbringen ist es dann doof. Aber wir müssen die Leute ja umbringen. Wir sind ja die Geißel der Galaxis. Da kann man nicht einfach so aufhören. Weißt du? Nur weil die Häschen auf einmal vielleicht ein bisschen niedlich sind. Ja, nee, also da dürfen wir auch keine Gefangenen machen, weil das wäre ja dann schon wiederum auch wieder Rassismus. Das, ja, erstens das und Verrat an der Rolle, am Rollenspiel. Ja, also wir müssen leider die Leute umbringen, auch wenn es niedliche Häschen sind. Es geht nicht anders. Es ist ein genetischer Reflex. Außen hatten natürlich Doofkopf, die Doofkopf-Tussi und der Affenjunge hatten natürlich auch eine schwere Kindheit. Ne? Und das gehört einfach nicht an. Ne? Einfach. Wir kennen es nicht anders. Ja, wir verwechseln oft Liebe mit Schmerz. Kombinieren beides. Mit dem Gagball. Wir müssen mal auf so eine Messe gehen. Auf jeden Fall. Nee, aber ist halt so, ne? Wir müssen einfach von der Rolle her, sind wir einfach mal böse. Da kann auch die niedlichen Kaninchenviecher kommen, die kriegen einfach aufs Maul. Klar. Weil es geht einfach nicht anders, es geht nicht anders. Das ist manchmal einfach so drin. Ich habe mal die Rohstoffe durchgeguckt, die ich jetzt gesammelt habe. Geht eigentlich. Aber es ist halt echt ein Witz gegen das, was wir schon hatten. Ich guck mal ganz kurz. 194 Silberohr habe ich. 373 Titanium immerhin. 60 Platin. Ich guck, wenn ich wieder an der Oberfläche bin. Das lohnt sich jetzt ja gar nicht. Ich grabe mich jetzt übrigens konstant nach oben gerade. Aha. Habe den Umweg über ein paar Sandminen genommen sozusagen. Ah, jetzt bin ich schon. Ich habe gerade das Star-Map-Update gebaut, das neue. Das Dreier. Hör, wie das neue? Ja, ich habe gerade das Star-Map-Upgrade für meinen Charakter noch gemacht. Achso, hat's das noch gar nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich konnte es zumindest noch bauen. Achso. Aber das kann man ja, glaube ich, 10 Mal bauen. Nee, ich kann es jetzt nicht mehr bauen. 10 Mal mit Charakteren, mit verschiedenen, natürlich. Achso, Robi. Ach so, sei doch nicht so doof. Düdüdüdüdü. Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser. Sie ist ein Roboter. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. So, hier, ich höre die Grillen zirpen. Oh, das ist mein Bauch gerade. Achso, ich dachte, weil er einen Witz erzählt. Nee, wir sind gleich wieder an der Oberfläche. Also, hier. Du bist ja schon längst an der Oberfläche. Ja, ich glaube, ich sehe die Oberfläche. Ich sehe den Sternenhimmel. Sternenhimmel. Oh. Hm? Was denn? Ah, ich hab grad noch 170 Kopper gerettet aus dem Schmelzer. Ah. Aus dem Schmelzer? Tim Schmelzer oder? Was? Nee, aus dem Pixel-Schmelzer. Ah, okay. Den Planet hast du schon komplett umrundet oder? Ja, das ging super schnell gerade. Okay, dann kann ich mir die Mühe ersparen. Ich bin jetzt hier auch im Planeten. Ich beame mal hoch. Hallo. Hallo. Na? Hallo. Na du? Warte mal. Bist du's? Ich habe eine falsche Brillenstärke. So. Ach so. Was sind jetzt? Wo ist denn? Wo, Rohstoffe? Nee, du hast ja gesagt, du hast eine coole Kiste dabei. Ah, okay, dann ist sehr gut. Jetzt überlege ich gerade, nehme ich die Augenkiste oder nehme ich lieber die Stapelbaren? Ich nehme mal die Stapelbaren und dann mache ich mal Folgendes. Machst du mal die Blume kurz weg? Ja, warte. Danke. So, Fake-Kühlschrank. Einfach mal vors Fenster. Ja, ist ja egal. Und unten links die, nee, oben die Rohstoffe rein, ne? Unten Lebensmittel, oben Rohstoffe. Ja, das geht gut. Okay. Ich tu das mal rein, ich guck dann. Okay, ich mach das ja auch noch immer so sortiert. Ich bin da so ekelhaft. So, Iron. Oder warte, ich mach mal das umgekehrt. Ich mach mal oben die Rohstoffe und unten Platin mache ich später. So, Copper. Dann müsst ihr eigentlich. Iron. Silberohre. Titaniumohre. 206 Kohle habe ich jetzt wieder.
Ah, ich habe auch noch 285, sehr gut. Wo habe ich denn die restlichen Rohstoffe alle hier? 70 Diamanten, na heilige. War nicht ganz so schlecht. Platin? Ist Platin besser als Diamanten? Nee. Nee. Oder? Nee. Nee, nee. So. Zack. Nach Diamanten dann Titanium, ne? So rum ist eine gute Reihenfolge. Ja, ja, ja. Gut. Huch. Ich habe einen Scientist-Code. Na endlich. Ah, den habe ich auch. Ja, habe ich auch einen gefunden. Ich glaube, den kann ich wegschmeißen, weil ich habe ja eh nur einen an. Oder? Ja, wo hab ich meinen? Ach, den ich hab den schon weggeschmissen. Ja, ja, lohnt sich nicht, ihn zweimal zu haben. So, diese One-Handed-Waffen kann ich auch mal wegschmeißen. Hier hätte ich noch ein Eye-Chest, das sieht auch ganz gut aus. Was ist denn das für eine Waffe? Schusswaffe 41? Ach, das war die. Ich habe ganz viele Fleischblöcke. Ja, ich habe auch 760, ey. Bah. Ich hab 3600. Das wird ein schönes Zimmer, freue ich mich schon drauf. Jetzt habe ich plötzlich 4000. Kann das sein? Ja, ich habe dir gerade welche gegeben. Ich freue mich, dass ich die alle tragen darf. Bauen hast du auch, ne? Die Baumblöcke? Ja, ja, Bauen habe ich 1085. Wahrscheinlich gleich mehr, wie ich dich kenne. Ja, aber ich habe nur 102. Siehst du, ich habe da extra mal ein bisschen gegraben. Später für unser schönes Häuschen. Schon mal vorausgesorgt. Die sollten wir jemals eins haben können. Du meinst das Haus, das dann nach irgendeinem Scheiß-Update gewiped wird? Ja, ne, ich wollte es jetzt nicht so sagen. Ich wollte es nicht so sagen. Ja, nee, ist ja gut. So, Copper, Iron. Wo ist denn mein Iron? Sehe ich das nicht? Habe ich kein Iron abgebaut? Das kann doch gar nicht sein. Hast du Iron gefunden? Ja, 5. Kann es sein, dass der Planet kein Eisen hatte? Ja, gut sein. Ich mach das. Soll ich das hier einfach mal nebenhin packen? Ich pack das einfach mal dahin. So, ja, hast. Achso, da hast du Iron. Ich pack das mal zum Balken da oben. Mhm. Komisch. Hm. Nach Gold kam Platinum, weiß ich gar nicht mehr. So. Was haben wir denn hier? Corrupt Dirt Block, schmeiß ich mal weg. Ah, ich glaube, ich habe ein bisschen Hunger. Wird Zeit für ein Melönchen, mein Söhnchen. Schnabulier, Schnabula. Schnabuhopsasa. So, reicht's aber. Warte, warte, du hast da noch was am Mund. Oh, warte. Kannst du nochmal schnell absaugen? Warte. Ah, danke. Ah, viel besser. So. Jetzt habe ich noch 1527 von diesen Fiber-Dingern da. Du könntest echt mal ein Spinnrad aufstellen. Hm? 1000 wie viel? Was? 1500 von diesen Fiber, Plant-Fiber. Krass. Habe ich irgendwie noch angesammelt. Weiß gar nicht, wie das zustande kam. So, wo haben wir denn Baublöcke? Die Kiste ist voll mit den Baublöcken, ne? Ja. Mhm. Oh, da sind ja auch nochmal 1400 Plant-Fibers drin. Alter. Echt? Wir sollten vielleicht nicht so übertreiben. Dann nehme ich mir mal die Hälfte raus und mach mir noch ein paar Bandagen. So. Hier, ich hab... Ah, sehr gut. Ich hab nochmal ein paar reingepackt. Jetzt sind 1500 wieder drin. Boah. Ja, aber da kann man auch nicht genug von haben, von den Dingern. Das stimmt, vor allem so wie wir die fressen hier die ganze Zeit. Schön hier an der Wand, ne? So dieser leere, anklagende Fleck. Ja, ist ein bisschen frustrierend irgendwie. Ja. So. Das sind jetzt alles unsere Rohstoffe da drin. Naja, naja, mal gucken, ob die beim nächsten Start noch da sind. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, ne? Ja, und dann wahrscheinlich. Sag die Wahrheit, sag die Wahrheit. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tobi, sag die Wahrheit, sag die Wahrheit. Los, sag es, sag es. Nein. Schade. Ja, bis zur nächsten Folge und Dankeschön fürs Zuschauen und sorry, wenn wir nur Rohstoffe gesammelt haben. Wir sagen gleich im Endscreen nochmal sorry, ne? Ja, würde ich auch sagen, genau. Also bis gleich im Endscreen. Tschüss. Huch, da ist er ja schon, der Endscreen. Hallo Tobi. Na, bist du auch im Endscreen? Ach, ist das schön hier im Endscreen. Ich möchte mein ganzes Leben lang im Endscreen. Nee, doch nicht. Nee, ja, sorry, dass wir in der heutigen Folge jetzt nur Rohstoffe gesammelt haben, aber ihr habt es ja selber gesehen, die Kisten sind einfach verschwunden und wir sind verzweifelt, aber natürlich sind wir Männer der Tat und in Klammern auch Frauen, krempeln unsere Ärmel hoch und es muss getan werden, was getan werden muss. Tobi, sag doch mal. So ist es, so ist es. Und wir brauchen ja auch jetzt dann in der nächsten Folge auch wieder Rohstoffe wahrscheinlich, ne? Auf dem Sandplaneten. Genau, in der nächsten Folge leider erstmal ein Sandplanet und dann müssen wir ausbügeln, was Chucklefish da wieder verkackt hat. So,
Kackelfisch. Ja, Kackel, ja, er ist wirklich wahr. So, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.